Übrigens, ich habe noch einen Puffer übrig gelassen, ne? Weil ich gerne essen möchte. Ach, zwei habe ich gegessen. Ist ja kein Problem, kann ich ja nochmal braten, wenn sie möchte. Ja, die Vogelhopsen da rum. Macht er blau. Wie spät ist es? Ich muss einmal gucken. Moment. Minuten noch bis zum Gebet, das lohnt sich nicht. Das heißt, ich warte erstmal und gehe dann noch ein bisschen spazieren. Aber es wird schon wieder wolkiger draußen. Guck mal. Hey, die Vögel sind jetzt unten. Dieses Ding essen die richtig gerne, ne? Was da auf der Erde liegt. Ich weiß ja nicht, was ist. Auch diese Stäbe, die man da hinhängt. Mashallah, richtig süß. So, wir gucken noch mal weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was ich unbedingt bei Kaufland haben möchte. Bisher nicht. Kräuter in Terrakotta. Ist ja auch interessant. Normalerweise sind die ja immer in diesen Plastiktöpfen, ne? Jetzt in diesen Terrakotta-Töpfen. Aber auch 3,29, sonst haben die doch immer 99 Cent gekostet. Das rutscht immer wieder nach unten. Sonst haben die doch immer 99 Cent gekostet damals, oder nicht? Ich habe keine Brille, I know, aber egal. 1,29 Ländertee. Limone. Nee, Ländertee, Limontee. Ländertee, kann ich nicht lesen. Der Limontee wahrscheinlich. Ländertee. Ja, Limone, das klingt gut. Statt 1,49, 1,29. Tee ist hier übrigens auch in Deutschland. Das ist nochmal so ein Ding, dem wir uns auf die Unterschiedsliste schreiben könnten. Türkei, Alanya oder Türkei. Teesorten gibt es hier wirklich en masse. Diese fertige Teebeutelsorten, ne? So Teekanne und wie heißen die nicht alle? Mesma. Und du hast in der Türkei auch teilweise von Teekanne, aber nicht in dieser Auswahl und auch bei Migros nicht. Jedenfalls nicht in dem kleinen Migros. In dem großen habe ich jetzt nach Teesorten noch nicht geguckt, aber ich finde das hier viel vielfältiger. Dafür haben die vielleicht wahrscheinlich da diesen frischen Tee mehr, also diese nicht in den Beuteln, ne, sondern halt bei diesen Kräutermenschen. Kann man ja auch viel Tee und sich auch zusammenstellen. Das gibt es auch einen bei uns im Machmutler. Übrigens, Kaufland, also ich weiß ja nicht, ob das jeder Kaufland hat, aber der Kaufland in Bad Oldesloe, da gibt es ein richtiges türkisches Regal, also so eine ganze Reihe nur mit türkischen Produkten oder mit russischen Produkten, mit italienischen Produkten und polnischen Produkten, glaube ich auch. Also auch die türkische Auswahl ist dort gut und auch in den Kühlregalen gibt es türkische Wurst, türkischen Joghurt, Käse. Das hat Kaufland richtig gut. Hier hat er jetzt Uludag, 89 Cent. Ich mag ja Uludag nicht, wisst ihr. Und Ayran, 77 Cent. Was haben wir noch? Nichts Besonderes mehr, glaube ich. Dann haben wir auch erst die Hälfte. Ich muss die Tür mal wieder zumachen. Und dann müssen wir gleich wischen, den ganzen Fettkram. Uff. Für Halloween schon alles unglaublich lecker hier. Übrigens hat Kaufland auch eine große Auswahl an Gummibärchen und so und auch an veganen Gummibärchen. Also Gazi und Emil essen ja sehr viel Gummibären und da haben die immer eine große Auswahl gehabt. Hat auch nicht jeder, dass die so viele Sorten mit veganen Dingern haben, aber die stellen sich immer mehr drauf ein. Ich denke mal, die haben da so einen Abwasch gemacht: vegane Richtung, vegetarische Richtung und die muslimische Richtung, die alle keine Schweinegelatine essen wollen. Das haben die ganz gut gemacht in ihrem Marketing, in ihrer Strategie da. So, Bismarck-Flasche kostet hier statt 85, 59 Cent. Ich denke mal, das ist ein Liter, oder? Ja, ein Liter irgendwie so. Noch Äpfel 2,99 pro Kilo oder pro Sack. Kann ich wieder nicht lesen. Je länger ich in diese kleine Schrift setze, weil ich versuche, desto mehr tun mir die Augen weh. Ja, Mama, setzt du die Brille auf? Nein, will ich nicht. Weintrauben 1,79. Kiwi 49 pro Stück bestimmt. Und Avocados 1,59. Auch pro Stück.
49 kosten diese Dinger hier. Wie heißen die noch auf Deutsch? Ich kann es nämlich nicht lesen, weiß ich nicht. Äpfel. Nur 2,49 pro Kilo. Genau. Kiwis. 2,99 ist wahrscheinlich 750 Gramm, steht doch da ganz groß drauf. Rote Zwiebeln 99, rote Paprika 1,11 Euro, bunte Paprika 1,99 Euro, Salatkopf 99, Porre 99, rote Beete 99, Süßkartoffeln 1,49 Euro, der Kartoffelsack hier unten mit wie viel Kilo, das muss ich mir noch, ich kann es nicht lesen, ne? Ich will selber gucken da unten. 1,11 und Sellerie 89 und dann haben wir hier ganz viele Blumen, auch alle schön, aber teuer, finde ich. Fisch, Wurst, Fleisch, Schweineknochen. Hier geht da schon wieder meine Haare. Mann. Und ja, diese Smoothies 1,99, die hier. Oh Gott. Mövenpick, Kaffee, so ein Espresso. Gibt es auch in der Türkei, glaube ich, ne? Nicht vom Mövenpick, aber von Starbucks, glaube ich, 99 statt 1,49, das ist auch günstig. Danone, diese Fruchtzwerge, kaufen die Kinder immer für meine Enkelkinder, habe ich auch immer gekauft für meine Kinder, aber da habe ich tatsächlich die Billigvariante aus dem Aldi genommen oder aus wo auch immer. Ich habe Danone nur gekauft, wenn die im Angebot waren. Und das sind sie jetzt hier statt 2,39 1,49. 1,49 waren sie damals im Normalpreis und 99 im Angebot oder so. Na, dann habe ich sie geholt. Fruchtjoghurts von Ehrmann, 33 Cent, die kosten sonst 79. Und da, die mag mein Mann sehr gerne, diese Ehrmann Fruchtjoghurts, die habe ich auch immer dann gekauft, wenn ich sie eben im Angebot hatte. Und die waren damals auch ungefähr 33 Cent im Angebot. Aber wenn die nicht im Angebot sind, finde ich die sehr teuer. Die waren damals, glaube ich, 59, jetzt sind sie 79. Nesquik haben wir auch, ja, ist jetzt der Snack, aber wir haben natürlich auch immer Kakaopulver geholt, aber auch immer billig, meistens nicht von Nesquik, weil meine Kinder mussten alle morgens ein Glas Milch trinken und die meisten wollten natürlich Kakao drin haben. Ist auch egal gewesen, Hauptsache sie trinken jeden Morgen ihr Glas Milch, musste rein, egal ob sie wollten oder nicht. Zum Frühstück ein Glas Milch und je kleiner sie waren, desto öfter am Tag nochmal wiederholt, leider. Hilft alles nichts. Die haben aber ganz gern getrunken, also wenn viel Kakao drin war, kein Problem. Ein Brötchen hier, 39 Cent, so ein Körnerbrötchen, kostet normalerweise 49, ist noch gut, ne? Für Körnerbrötchen bezahlst du beim Bäcker ja schon über 1 Euro inzwischen. Ja. Hier das Krustenbrot, 1,11, finde ich immer günstig, also die frischen Brote in diesen Discountern, aber beim Bäcker unbezahlbar inzwischen. Kostet sonst 1,49 je Kilo. Das ist immer ein Kilo Brot. Ja. Was haben wir noch? Maggi 1,69 statt 2,19. Ja, was sonst? Lindschokolade 7, so diese Lindpralinen sind sowieso unschlagbar, richtig lecker. Lindschokolade ist einfach einzigartig lecker, wenn kein Alkohol drin ist natürlich. 7,77 statt 6,49 die Schachtel. Kaffee habe ich hier unten, 10,99 von Educho. Kaffee Crema, das ist wie in der Türkei, würde ich sagen, ein bisschen günstiger, glaube ich, 1 Euro. Halt auch Angebotspreis, ne? Was haben wir noch? Die ganzen Reinigungsmittel hier. Hip 1,11 das Gläschen, kostet sonst 1,55, ne? Die waren früher 1,20 oder so, 1,29, jetzt kostet es schon 1,59 ein Hip Gläschen. Ich habe für die Babys immer Hip oder auch die günstigeren gekauft, je nachdem. Da habe ich immer gewechselt. Hip hatte manchmal noch
andere Geschmacksrichtungen oder da hat das Rindfleisch mit Kartoffeln und Gemüse nochmal anders geschmeckt als das von der billigen Variante. Manchmal mochten meine Kinder aber auch die Billig-Variante gerne. Auch von Schlecker damals habe ich die meistens geholt, weil wir hatten Schlecker direkt neben unserem Haus. Inzwischen ist Schlecker ja schon lange pleite gegangen oder insolvent, ne, glaube ich. Aber damals, als ich meine Kinder klein waren, habe ich das oft gekauft. Ich habe auch Hip gekauft. Inzwischen ist es ja echt teuer. Meine Mädchen geben ihren Kindern, wenn sie kaufen, Hip. Ja, so ist das. Reinigungsmittel. Ja. Weihnachtssachen natürlich, Spielzeug schon zu Weihnachten. Sonderposten gleich. Hier haben wir Klamotten. Babystrampler 4,99, das ist schon günstig. Ne? Oder diese Dreierpacks. Unterhemden 7,99, Strümpfe 4,99, zwei Stück. Das ist günstig. Ja, Spielsachen. Koffer 49. Lampen sind hier auch günstig. Sind teuer, in Alanya sind die Lampen echt teuer. Ne? Ich will ja auch immer so eine Stehlampe haben für mein Wohnzimmer. Da war ich zu geizig, ich bezahle doch keine 80, 90 Euro für eine Stehlampe. Ne? Aber hier sind die ganz günstig bei Kauf. Also bei Kaufland kann man gut einkaufen. Und auch so ein Kärcher Multisauger 54,99 auf jeden Fall machbar. Ne? Ja. Noch Bausachen, Leiter 59,99, so ein Kasten 79,99, Maschinen halt, Akkuschrauber 14,99 oder 49,99, die große Variante, starke Variante wahrscheinlich. Was haben wir jetzt hier noch? Quarkgenuss von Exquisa mit Vanille, glaube ich, 1,99. 40 statt 2,29. Hier habe ich früher auch immer Oatly, heißt das glaube ich, ne? Heißt das Oatly? Genau, den Haferdrink habe ich lange immer gekauft, als ich auf dem Trip war, keine Vollmilch, also keine Kuhmilch mehr zu trinken. Habe ich bestimmt, naja, fast ein Jahr gemacht und am Anfang, die lässt sich nämlich richtig gut aufschäumen, diese Milch. Das ist immer das Gute dabei, weil die anderen Hafermilchsorten, die lassen sich nicht so gut aufschäumen und das hat die Maschine mit diesem immer richtig gut gemacht, einen richtig schönen Schaum produzieren, schmeckte dann auch mit der Zeit richtig gut, ist aber teuer, ne? Normalerweise 2,55, die hat damals 1,99 gekostet, also knapp unter 2 Euro, manchmal auch knapp drüber, aber jetzt kostet sie 2,55 normalerweise und ist jetzt reduziert 1,69. Ich habe immer, wenn ich das im Sonderangebot hatte, habe ich die gekauft, einen Karton voll oder so. Das geht schön ins Geld, ne? Das muss man schon sagen. Und ich habe eine bestimmt leer getrunken am Tag, eine Tüte, weil ich so viel Kaffee, also Cappuccino getrunken habe. Und ja, da geht schnell was weg. Milka 1,69, Oreo und Karamell. Das ist aber, glaube ich, die große Packung, ne? Statt 2,29. Ja. Dickmanns 1,49. Genau. Und Actimel, wie gesagt, 1,99 statt 3,99. Das ist schon ein ordentlicher Reduzierungspreis. Gut, meine Lieben, das war das. Was haben wir denn noch hier im Briefkasten gehabt? Lasst mal gucken. Nochmal Kaufland. Ja, so ein Sonderzettel noch. Patros Ziegenkäse, glaube ich, ne? 1,39 statt 2,99. Und Pizza 1,39. Diese Maxi King esse ich auch ganz gerne mit Karamell. Während ich das andere nicht so gern mag. Bueno mag ich nicht, aber dieses hier, Maxi King, esse ich gerne. Hafer. Mit Schoko oder mit Beere 1,89 statt 3,29. Sie reduzieren schon ganz gut, ne? Fast wie in der Türkei. In der Türkei reduzieren die auch immer richtig gut. Heller Wasser 4,44 der Kasten statt 6,99 oder diese Kirschtomaten 66 Cent. Ja. Genau. Siehst du, das ist doch schon mal alles gut. Und mehr haben wir hier jetzt auch nicht, würde ich mal sagen, an Reklame. Deswegen werde ich mich mal an das Putzen machen und dann, glaube ich,
Wird auch gleich die Zeit für das Gebet sein. Guck mal, wie laut die Bahn ist, ne? Wenn die Fenster auf sind, ist echt Wahnsinn. Und die Bahn ist auf der anderen Seite. Wir sind ja hier auf der Häuserseite. Das ist gut. Die sind so rutschig, diese neuen Kopftücher, wirklich. Ja. Ja, ja, guck mal, die sind immer noch am Fressen. Richtig süß da unten. Ich bleib mal hier und scroll euch mal ran. Vielleicht kann man das dann sehen, wenn ich da hingehe, um die aufzuessen. Kann man das sehen? Ein Geräusch macht da oben, ja? Hm. Und wer ist?